herzlich willkommen wieder beim VfB. Du bist ja jetzt seit knapp 4 Wochen, stehst du wieder auf der Kommandobrücke. Wie hast du dich eingelebt? Ja, ich musste mich jetzt nicht groß einleben. Ich war ja gar nicht so lange weg. Es gab keine große Eingewöhnungsphase. Schön. Du hattest ja jetzt fast auf den Tag genau ein Jahr Abstand vom VfB. Jetzt, wo du jetzt wieder zurück bist, kannst du irgendwelche Strukturen erkennen, die sich verändert haben? Ja. Ja, natürlich habe ich Veränderungen erkannt hier im Verein und auch viele positive Veränderungen. Zum einen ist das Sportheim wunderschön geworden. Das wurde ja hier renoviert bzw. auch neu gestaltet. Zum anderen gibt es auch strukturelle Veränderungen. Du hast es eben schon angesprochen. Es sind in dem Jahr 7 A-Jugendspieler in den Seniorenbereich gekommen. Das ist sensationell. Nahezu alle A-Jugendspieler sind in den Seniorenbereich gewechselt. Ist kaum jemand weggegangen. Die A-Jugend ist in die Hessenliga aufgestiegen. Das ist sehr, sehr erfreulich. Und ich denke, dass wir hier im Jugendbereich eine ganz tolle Struktur haben. Ich glaube, wir haben da sehr, sehr gute Leute und das macht Spaß, das aus der Ferne zu beobachten. Ich habe jetzt auch an der Fortbildungsmaßnahme teilgenommen von der Jugend. Das war hochinteressant. Ich habe mir ein paar Trainingseinheiten angeschaut und glaube, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind im Jugendbereich, im Seniorenbereich auch. Und wenn ich mir so Trainingseinheiten anschaue aus der heutigen Zeit und weiß, was früher hier in der Jugend in Gießen trainiert wurde, dann sage ich, der Verein ist auf einem ganz tollen Weg. Und abschließend ist natürlich auch noch zu erwähnen, dass die zweite Mannschaft ebenfalls aufgestiegen ist. Das heißt, wir haben einen richtig guten Unterbau. Wir haben die A-Junioren in der Hessenliga, wir haben die zweite Mannschaft jetzt in der A-Liga. Die erste Mannschaft spielt in der Verbandsliga. Ich glaube, das ist noch ausbaufähig, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Grundstock. Stefan, die Mannschaft hat ja im Vergleich zur letzten Saison ein komplett neues Gesicht bekommen. Neue Trainer, einen neuen Co-Trainer, einen neuen sportlichen Leiter, viele neue Spieler, einige Abgänge. Welches Ziel hast du für diese Saison und was können die Zuschauer erwarten von der noch jungen Truppe, im Durchschnittsalter von 23? Ich denke, unsere Anhänger und Zuschauer können sich auf eine hochattraktive Mannschaft freuen. Wir haben eine junge Mannschaft, wir haben eine gute Mischung aus Alt und Jung. Wir haben viele Spieler, die jetzt aus unserer eigenen Jugend in den Seniorenbereich gekommen sind, die sich freuen auf den Seniorenbereich. Wir haben einen neuen sportlichen Leiter, der jeden Tag zugegen ist, der wirklich hier sich ganz toll einbringt. Wir haben mit einem neuen Co-Trainer jemand verpflichtet, der selbstständig arbeiten kann. Und ich möchte unsere Ziele jetzt gar nicht unbedingt am Tabellenplatz festmachen, sondern ich möchte einfach als Ziel setzen, dass wir attraktiven, modernen Offensivfußball anbieten und versuchen natürlich, jedes Spiel zu gewinnen. Das ist klar, das wird uns nicht gelingen, aber wir werden das versuchen. Und deswegen spielt jetzt der Tabellenplatz für mich erstmal eine untergeordnete Rolle. Das hört sich alles vielversprechend an. Jetzt hier mitten in der harten Vorbereitungszeit, du hattest das schon mal gesagt, die Hälfte der Vorbereitungszeit ist um. Kannst du schon irgendwelche Schlüsse ziehen und wie sind so die Stimmung in der Truppe? Schlüsse ziehen kann ich noch nicht, denn es ist ja erst die Hälfte der Vorbereitung rum. Aber gewisse Erkenntnisse habe ich natürlich schon bekommen. Und ich glaube, wir haben eine Mannschaft, bei der es jedem Einzelnen Spaß macht, in dieser Mannschaft und für diese Mannschaft zu spielen, im Trainerteam und im Funktionsteam. Uns macht es allen sehr viel Spaß und werden uns so vorbereiten, dass wir dann, ich glaube, es ist der 3.8. Der 3.8. bei Eintracht Möller, zumindest körperlich, so trainiert sind, dass wir da auch 3 Punkte einfahren können. Stefan, du warst ja jetzt in Stadt Allendorf beim Hessenligisten, beim ambitionierten Hessenligisten. Die Unterschiede, sage ich einfach mal, von einem Hessenligist hier runter zu uns nach Gießen. Gab es Unterschiede? Ich denke doch eine ganze Menge, oder? Ja, sicher, es gibt immer Unterschiede. Also der Fußball ist tendenziell immer gleich, aber es gibt schon Unterschiede vom Verein zu Verein.
Es war jetzt kein großer Unterschied zwischen Hessenliga und Verbandsliga. Fußballerisch schon, aber dass jetzt mehr trainiert wird in der Hessenliga oder dass der Aufwand wesentlich größer ist in der Hessenliga, das ist nicht der Fall, weil wir halt auch sehr zentral liegen, ja, in Hessen. Aber vom Verein oder von Verein zu Verein gibt es natürlich schon große Unterschiede. Und in Stadtallendorf war es für mich halt insofern schwierig, weil ich zum einen Außenstehender war, der von auswärts jetzt neu in den Verein kam. Hier bin ich praktisch aufgewachsen, groß geworden, habe hier in der Jugend gespielt, habe die Jugend hier trainiert, habe hier die erste Mannschaft mehrmals trainiert, bin ein Urgießener. Und da ist es halt auch etwas leichter, wenn man jeden im Verein kennt und gemeinsam auch einen längeren Weg gegangen ist, Dinge zu verändern, Dinge anzusprechen. Das ist in einem Verein, in dem du neu kommst und du glaubst, dass diverse Strukturen verändert werden müssten, sehr, sehr schwer. Und das war auch so mit der Knackpunkt in Stadtallendorf, dass ich einfach das, was ich gesehen habe und das, was ich verändern wollte, nicht verändern konnte. Was ja auch eine Herausforderung ist, denke ich, Stefan, du hast hier eine sehr, sehr junge Truppe, eine ganz junge Mannschaft. Du sagtest schon selbst, 7 Leute aus der A-Jugend rausgekommen. Jetzt bist du ja auch als Trainer und ich denke, bei so einer jungen Mannschaft auch als Pädagoge ein wenig gefordert. Ich denke, du wirst das Training ja doch etwas anders durchführen oder anders leiten, als wie vielleicht vor 2 Jahren. Also ich bin schon ein Trainer, der lernwillig und ich hoffe auch lernfähig ist. Sicherlich hast du ein gewisses Grundkonzept im Kopf als Trainer und versuchst das dann natürlich auch mit deiner Mannschaft umzusetzen. Dennoch muss ich dir recht geben, es ist ein Unterschied, ob du eine Mannschaft trainierst, die ein Durchschnittsalter von 29 hat oder ob eine Mannschaft, wie es bei uns jetzt der Fall ist, ein Durchschnittsalter von 23 hat. Und ich glaube, dass ich zumindest ist es so ein inneres Gefühl von mir, dass ich im Moment sehr, sehr entspannt arbeite. Bei uns im Training wird sehr viel gelacht. Es fließt sehr viel Schweiß, aber die Jungs, die lachen auch sehr viel. Wir waren jetzt gemeinsam im Trainingslager in Laubach. Das haben wir gemacht, weil wir einfach auch die Jungs näher zusammenführen wollten, weil wir eben so viele neue Leute haben, weil wir eben auch die Mischung alt und jung zusammenführen wollten. Und aber jetzt so von der Trainingslehre her oder von der Taktik her, da hat sich jetzt in dem einen Jahr, in dem ich weg bin, oder generell vielleicht in den letzten 5, 6, 7 Jahren im Fußball nicht allzu viel verändert. Was schon ein Unterschied ist zu früher, ist für mich, dass ich im Moment zumindest wirklich sehr, sehr gerne auf den Platz gehe, mich jeden Tag aufs Training freue und hoffe halt auch, während den Spielen dann etwas entspannter und lockerer zu sein, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ja, Stefan, dann kann ich nur sagen, viel Erfolg. Möge das alles in Erfüllung gehen, was du dir selbst wünschst.